Wenn wir oft S&P bullish sind und seine relative Stärke zu Japan stabil ist, dann sollten wir auch auf Japan bullish sein. Die Aktienmärkte steigen seit 2 Wochen. Sind sie bullish? Beginnen wir mit neuen Höchstmärkten auf der Grafik für kleine und mittelständische Unternehmen, welche die Spitzenwerte von April übersteigen. Die relative Stärke gegenüber dem S&P 500 hat ebenfalls zugenommen und die Dynamik beschleunigt sich. Daraus kann man auf eine umfassende Erholung schließen. Der Nasdaq bildete einen Doppelboden, da er die Aufwärtstrendlinie nicht brechen konnte, und nach der drastischen Eindeckung der Short-Positionen nimmt die Dynamik zu. Das ist sehr interessant, denn vor 2 Wochen wiesen Sie auf ein bärisches Muster von dem S&P 500 hin. Sie haben recht, das war ein sehr schönes Muster. Eine Schulter links, ein Kopf, eine Schulter rechts. Damals ging es darum, das Level 2040 beim S&P 500 zu brechen. Aber das Level wurde nur für 24 Stunden gebrochen. Es gab sogar keinen Börsenschluss unterhalb der Linie und dann kehrte der Preis auf den Ausgangspunkt zurück. Ein gescheitertes bärisches Muster ist schon an sich ein bullisches Signal, weil in diesem Fall Short-Positionen massenweise eingedeckt werden. Der Index hat nun über das Level 2075 gestiegen, welches als Obergrenze diente, und zieht nun weiter an, um die nächste Höchstmarke von 2111 zu testen. Wird dieser Trend länger anhalten? Auf dem Wochenchart können wir auf den Zeitraum von 18 Monaten zurückblicken. Im April wurde die Abwärtstrendlinie gebrochen. Es gab einen kleinen Rückschlag mit dem anschließenden drastischen Abprall, der mittelfristig durch einen erhöhten wöchentlichen stochastischen Indikator begleitet wird. Die MACD steigt wieder, die aufsteigende Dynamik nimmt zu und wahrscheinlich wird bald das Allzeithoch von 2134 getestet. Würden Sie bitte auf die einzelnen US-Wirtschaftsbranchen eingehen, die für diese Erholung sorgen. Aus meiner Sicht sind hier 2 Branchen zu nennen. Zunächst mal Technologie. Im April war ihre Leistung unterdurchschnittlich, wie die absteigende orangenfarbene Linie veranschaulicht. Seit 4 Wochen steigt nun die Grafik an und bildet auch eine schöne Supportlinie, die bisherige Höchstwerte herausfordert. Der stochastische Indikator und die MACD steigen auch. Die 2. Branche, welche auch von Interesse sein könnte und welche seit mehr als einem Jahr unterdurchschnittliche Leistungen zeigte, ist der Finanzsektor. Die orangenfarbene Trendlinie stellt die absteigende Resistance dar. Wir sind gerade im Punkt, wo die aufsteigende Dynamik bestätigt wird. Der Schwung bleibt beibehalten und die Dynamik zieht an. Würden Sie sagen, dass diese Situation ähnlich der Situation in Japan ist? Bevor wir zu Japan übergehen, lassen Sie uns kurz den Eurostoxx anschauen, der in einer relativ neutralen Position ist. Allerdings kann man hier eine historische Parallele mit dem Jahr 2014 ziehen, als sowohl eine markante Erholung als auch eine zunehmende relative Stärke verzeichnet wurden. Da die relative Stärke des Eurostoxx gegenüber dem S&P 500 einen kleinen Doppelboden bildet, ist es sehr wahrscheinlich, dass der Index steigen wird, soweit die relative Stärke zunimmt. Wenn wir den Eurostoxx mit Japan vergleichen, so ist hier die Lage auch neutral, aber die relative Stärke ist stabil. Wenn wir bezüglich des S&P-Indexes bullish gestimmt sind und seine relative Stärke zu Japan stabil ist, dann sollten wir auch bezüglich Japans bullische Erwartungen haben. Welche Schwellenmärkte finden Sie im Moment interessant? Die Schwellenmärkte sind sehr unterschiedlich. In China zum Beispiel ist die relative Stärke stabil und es gibt nicht viel Schwung. Deshalb ziehe ich Indien vor. Auf diesem Wochenchart können wir eine relativ starke Bewegung in der vergangenen Woche sehen. Die relative Stärke nimmt bereits seit 4 Wochen zu. Im Hinblick auf die zunehmende Dynamik würde ich Indien den Vorrang geben im Vergleich zu China oder sogar Brasilien, die weniger interessant sind. Kurz gesagt, wenn wir ein gescheitertes absteigendes Muster sehen,
wie bei S&P 500 vor 2 Wochen, dann soll das ein relativ bullisches Signal für die kommenden Wochen sein. Hier brauchen wir eine Bestätigung und ich bin auf die kommenden Wochen gespannt. Bruno, vielen Dank für Ihre Kommentare. Gern geschehen. In 2 Wochen dürfen wir Bruno in unserem Studio wieder begrüßen. Aber bis dahin bleiben Sie auf Dukaskoffe TV eingestimmt. Bis demnächst.